Heute möchte ich Ihnen gerne die besonderen Funktionen des Vaio Duo 13 zeigen. Hierbei handelt es sich um ein Convertible Ultrabook. Das heißt, ich kann es ganz normal als Notebook nutzen mit vollwertiger Tastatur und Touchpad oder halt auch zusammenklappen und als Tablet einsetzen. Kurz vorab ein paar Daten zur Ausstattung. Hierbei handelt es sich um ein Produkt made in Japan, sprich hier sind ganz besondere Sachen verbaut, wie zum Beispiel dieses ganz brillante Triluminous Display, LTE oder HSDPA Modul sind integriert und die neuesten Prozessoren der vierten Generation verbaut. Zudem verfügt es über ein Solid-State-Laufwerk und das Chassis besteht aus hochwertigem, leichtem und ja, sehr robustem Carbon mit Aluminium-Handballenauflage und Aluminium-Hinge. Zudem lässt sich das ganze Gerät bedienen über das Touch-Display, über die Tastatur, Touchpad oder halt auch über den Stift, der hier an der Seite drin steckt oder an der Seite einfach arretiert ist. Und darum soll es heute hauptsächlich gehen, um die Stiftbedienung. Und da starten wir gleich mal mit PowerPoint und starten die Präsentationsansicht. Hier schaltet er jetzt zum externen Monitor um. Und das Besondere ist, hier wird gleich in der Präsentationsansicht die Toolleiste dargestellt, wo wir ganz schnell auf die Stiftfunktionen zugreifen können und hier wirklich mal in der Präsentation direkt unsere Markierung setzen können oder halt auch eine Textmarke einsetzen können oder den virtuellen Laserpointer nutzen können, wenn wir zum Beispiel Präsentationen im kleinen Kreis durchführen, wo wir keinen externen Presenter benötigen und hier wirklich den virtuellen Laserpointer nutzen. Dann kann ich entscheiden, ob er diese Kommentare, Markierungen speichern soll. Ich drücke jetzt mal auf Verwerfen und springe zur nächsten Applikation. Und da rufen wir einfach mal Bilder auf, ein Bild und drücken einfach mal die untere Taste, wenn wir hier oben sind, oder Fn und 1, dann wird Active Clip aufgerufen. Und mit Active Clip kann ich wunderbar bestimmte Sachen ausschneiden, die dann automatisch freigestellt werden, die ich nochmal ganz schnell nachbearbeiten kann, hinzufügen oder entfernen. Und dann kann ich das Ganze in die Zwischenablage kopieren und in PowerPoint oder andere Anwendungen übernehmen. Oder sagt direkt in Note Anytime einfügen. Dann fügt das hier direkt ein in ein Programm, was vorinstalliert ist. Hier haben wir schon mal einmal das Bild eingefügt. Hier können wir es nochmal einfügen. Und das ist eine Anwendung, wo man wirklich sehr schön den Stift nutzen kann. Eine weitere Anwendung für die Stiftbedienung ist OneNote. Dieses ist meistens installiert, wenn man Office installiert hat. Und um hier vielleicht nochmal die Stiftbedienung zu zeigen, das geht hier auch wunderbar. Das Besondere hier ist, hier kann man die Drucksensitivität des Stiftes zeigen. Wenn ich aufdrücke, gibt es dicke Linien. Wenn ich ganz leicht drüber fahre, dünne Linien. Und dann können wir auch nochmal direkt in Windows in die Suchfunktion reingehen und da nochmal die Schrifterkennung zeigen. Da arbeitet Windows auch sehr professionell. Und da kann ich den Stift auch benutzen. Dann kommen wir zur letzten App, die CamScanner App. Die soll einfach mal die Leistung der 8-Megapixel-Kamera demonstrieren, die sich auf der Rückseite befindet. Und dazu scannen oder fotografieren wir einfach mal eine Visitenkarte, die wir hier hinterlegt haben. Und hier haben wir sie drauf. Und sagen wir mal okay. Dann erkennt er automatisch die Ecken je nach Hintergrund und führt jetzt praktisch eine Trapezkorrektur durch. Und je nachdem, wie die Qualität ist, könnte man hier auch eine Texterkennung drüber laufen lassen und diese dann dementsprechend noch
fein nachbearbeiten und dann in die Zwischenablage oder in Outlook kopieren. Okay, das soll's zum Duo 13 gewesen sein.